Space Marine 2 steht vor der Tür. Bald geht's los, Leute. Und ich freue mich riesig drauf. Deshalb heute im Video auch nochmal so etwa 7 interessante Punkte, die einigen von euch vielleicht noch nicht so ganz bewusst sind. Es gab auch ein paar Updates durch die Gamescom und ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich mir diversen Content nochmal angeschaut habe. Deshalb heute ein kleines Update-News-Video, sag ich mal, für euch. Und schön, dass ihr dabei seid. Bevor es mit dem Video weitergeht, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich starte demnächst einen Online-Shop und biete da Actionfiguren an. Unter anderem richtig cooles Warhammer 40k-Zeug, das bereits jetzt auf dem Weg hierher ist. Falls ihr euch also für sowas interessiert, tragt euch gerne für den Newsletter ein auf relics.de/newsletter und ihr bekommt eine Information, sobald es mit dem Shop losgeht, plus einen Gutschein dazu, wo ihr richtig schön sparen könnt zur Feier des Tages. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Zuerst einmal möchten wir auf das Thema Crossplay zu sprechen kommen. Das wurde nämlich bei der Gamescom nochmal bestätigt. GameSpot hat ein Interview geführt mit Saber Interactive, mit einem Entwickler dort. Und der hat das nochmal im Interview bestätigt, dass es tatsächlich Crossplay geben wird in Space Marine 2. Das heißt, hier ist wirklich jetzt sicher, wirklich sicher, dass da alle miteinander spielen können, Konsolen, PC und so weiter und so fort. Das nächste haben wir mit der Individualisierung. Also wenn ihr euren Space Marine weiter ausbauen möchtet, so wie es euch gefällt, und da insbesondere im PvP. Denn es gibt ja hier auch die Heretic Space Marines, also die Chaos Space Marines sozusagen. Es gibt einerseits die Ultras, die dann gegen die Heretics kämpfen im PvP. Das bedeutet, da stand ja auch die Frage im Raum, wie ist es, wenn du die Bösen sozusagen spielst im PvP? Kannst du das auch alles customizen? Kannst du da dir auch deinen Charakter so einstellen vom Look, wie du das gerne haben möchtest? Und da haben wir mehr Informationen bekommen auf Steam. Da gab es ein offizielles Update auf der Steam-Page von Space Marine 2. Und hier wurde unter anderem gesagt, dass jede Klasse einer bestimmten Verräterlegion entspricht. Also die Assault-Klasse zum Beispiel wird immer durch einen Night Lords Raptor repräsentiert. Aber wir können da trotzdem die Farbe ändern und verschiedene Embleme anbringen. Klingt für mich so, als ob die Individualisierung da relativ beschränkt sein wird. Also wahrscheinlich, es klingt für mich nicht so, als ob man die Schulterplatten und so weiter alles im Detail anpassen kann, sondern nur Farbe und Embleme, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Aber da ist ja vielleicht noch Luft dann nach oben, denn wir sprechen auch gleich noch über Inhaltsupdates und kommenden Content, der nach dem Release wahrscheinlich auf uns warten wird. Mehr dazu aber gleich. Wir haben, und das möchte ich nochmal in diesem Video für euch alle ganz klar auf den Tisch legen, wir haben es auf Steam sehr deutlich bestätigt. Da sieht man am Rand, wo ein Häkchen dran ist für Audio, also Sprachausgabe, für Untertitel und so weiter und fürs Interface. Was gibt es auf Deutsch? Bei Space Marine 2 haben wir überall ein Häkchen. Das bedeutet, wir haben auch eine deutsche Sprachausgabe und nicht nur deutsche Untertitel. Das heißt, das Spiel wird bei uns in Deutschland voll vertont auf Deutsch verfügbar sein und nicht nur mit englischer Sprache. Wir müssen dann auf Deutsch nachlesen. Nein, das ganze Ding kommt tatsächlich auf Deutsch vertont. Finde ich fein, bin mal gespannt, wer das Zeug spricht, was da stattfindet. Dann nochmal eine Info zum Start. Wir haben 30 verschiedene Chapters mit Farben, Wappen zum Freischalten zur Verfügung in Space Marine 2, wenn es mit dem Release losgeht. Und einige davon sind zwar exklusiv für den Season Pass, den es ja gibt, zum Beispiel mit der Ultra Edition kriegt man den Season Pass gleich mit dazu. Aber die meisten davon, also die meisten von diesen Chapters könnt ihr wirklich durch Spielfortschritt freischalten. Das heißt, der Großteil ist eben für euch möglich, einfach nur durch Spielfortschritt freizuschalten. Genauso, wenn wir über die Schulterplatten reden, über die Helme reden, über die Rüstungen quasi, die es gibt. Also alles, wo man Individualisierung machen kann, das allermeiste ist durch Spielfortschritt einfach freispielbar. Und zwar, indem man häufig PvE oder PvP-Missionen macht. Das ist dann egal übrigens. Also es gibt nichts, was ich bisher gesehen habe, wo gesagt wurde, das kannst du nur machen, indem du PvP spielst, sondern du hast immer die Wahl. Möchtest du das über PvE-Fortschritt freischalten oder möchtest du es über PvP freischalten oder über beides? Ja, beides zählt quasi hinein, um sich Cosmetics freizuschalten. Es ist keiner gezwungen, PvP zu machen x-mal
oder nur PvE zu machen, x-mal, um dies oder das zu bekommen. Ich finde das sehr gut, dass sie da so viel Freiraum gelassen haben. Jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Thema, nämlich die kostenlosen Inhaltsupdates nach der Veröffentlichung. Ja, die Inhaltsupdates werden weitestgehend hier kostenlos sein. Das heißt, nach der Veröffentlichung gibt es neue Inhalte und das wurde jetzt bestätigt. Also wir haben das tatsächlich schwarz auf weiß sozusagen. Beginnt mit neuen Operations-Missionen, also das sind ja die PvE-Missionen nach der Kampagne, wo man mit den Klassen halt einfach spielen kann. Dann gibt es neue PvP-Karten, die werden es ebenfalls ins Spiel finden nach dem Release zusätzlich. Neue Feinde, neue Waffen und da hat man ja auch schon einen Flammenwerfer so ein bisschen so hinterher gesehen, sag ich mal. Ich denke, hier stehen die Chancen sehr gut, dass wir etliche Waffen noch sehen können, vielleicht in Zukunft, die bisher noch nicht im Spiel drin sind. Und durch regelmäßige kostenlose Updates wird diese Art von neuem Content ins Spiel finden. Vielleicht ist auch nicht ausgeschlossen, dass es neue Klassen ins Spiel geben wird und dass man dann auch mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die Chaos Space Marines hat fürs PvP. Dann steht noch dran, zusätzlich zu diesen kostenlosen Inhalten erhaltet ihr, wenn ihr einen Season Pass besitzt, zusätzliche Kosmetika und Kapitel, also Chapter-Symbole in Form von saisonalen thematischen DLC, der die vielen von den Fans geliebten Fraktionen des Warhammer 40k-Universums feiert. Bedeutet, mit dem Season Pass kriegen wir wohl meistens hier kosmetisches Zeug, einfach für die Liebhaber, die sich ihren Charakter noch mit diesem und jenem zusammenbasteln möchten. Aber die Inhaltsupdates sind unabhängig vom Season Pass. Das heißt, ihr braucht den Season Pass nicht, um die neuen Waffen, um die neuen Karten, um neue PvE-Operations zu bekommen. Das ist doch schon mal gut. Aber es stand auch noch dran, wir wollen nicht zu viel verraten. Weitere Details werden sehr bald bekannt gegeben. Also hier könnte vielleicht noch mehr auf uns warten, als wir bisher denken. Ich könnte mir vorstellen, dass auch sehr viel davon abhängt, wie erfolgreich sich das Spiel verkauft. Bisher verkauft es sich ja extrem erfolgreich, schon bei Steam im Vorverkauf. Aber ich denke mal, je nachdem, wie das Spiel dann gefeiert wird oder nicht von den Fans, könnte hier einiges in Zukunft noch auf uns warten. Das Spiel hat quasi die Basis bereit, um lange leben zu können, um mit Inhalt gefüttert zu werden. Neue Operations, neue PvP-Karten, neue Cosmetics, neue Kampagne oder Kampagne in Erweiterung. Ist alles möglich, alles denkbar bei diesem Game. Also hier für Langlebigkeit eigentlich auch nicht ausgeschlossen. Wobei es jetzt nicht konkret gesagt wurde, ja, wir machen das Spiel jetzt 10 Jahre lang weiter. Also so ist es nicht in Stein gemeißelt, dass das passieren wird. Es ist kein Live-Service-Game oder so. Aber die Möglichkeit dafür besteht natürlich, dass es weitergeht. Und dann möchte ich noch kurz auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, ein paar Details, die ihr vielleicht auch noch nicht so genau auf dem Schirm hattet, nämlich, dass ihr die Kampagne im Offline-Modus spielen könnt. Ihr könnt die Kampagne, die Story-Kampagne wirklich ohne Internetverbindung spielen, braucht ihr nicht. Genau das gleiche gilt eigentlich auch für die PvE-Operations. Das heißt, in den Operations habt ihr ja eigentlich Bots, wenn keine anderen echten Spieler dabei sind. Und wenn ihr keine anderen echten Spieler haben wollt in euren PvE-Operations, dann könnt ihr diese Operations auch offline spielen. Aber für den Fortschritt, also den Fortschritt dann zu bekommen, ich gehe davon aus, dass sie damit die Cosmetics meinen, die ihr euch freischaltet durch die Teilnahme an PvE-Operations, die könnt ihr halt erst bekommen, wenn ihr euch mit den Servern verbindet. Also das heißt, ihr könnt wahrscheinlich PvE-Operations offline spielen und dann müsst ihr euch irgendwann halt mal wieder zu den Servern verbinden und dann gibt es quasi diese Freischaltung von den Sachen, die halt dann erst stattfindet, wenn ihr mit den Servern kurzen Abgleich macht, wie euer Progress ist. So verstehe ich das zumindest bisher. Das heißt, eigentlich ziemlich gute News, ne, mit dem Offline-Modus und so. Ihr habt keinen Online-Zwang, was das angeht. Beim PvP ist natürlich klar, also wer jetzt gegen echte Spieler spielen möchte, halt, geht es halt nicht ohne Internetverbindung. Ne? Ich glaube, das ist jedem bewusst. Dann noch GeForce Now ist möglich. Also ihr könnt auch Space Marine 2 über GeForce Now zocken, falls eure Hardware zu schwach sein sollte oder ihr mal unterwegs seid und so weiter und die Hardware nicht dabei habt, könnt ihr es über GeForce Now spielen. Und last but not least habe ich noch einen Schmankerl für euch dabei, nämlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber als ich durch diese ganzen Updates auf Steam durchgegangen bin, habe ich einen Screenshot gesehen, einen offiziellen, der bei einem Post dabei war. Und hier ist tatsächlich so, dass ich Zinch-Einheiten gesehen habe. Also im
In der Recherche habe ich dann noch herausgefunden, das sind die Zangors. Ich sage es einfach mal so, ich weiß nicht, ob die in Deutsch so ausgesprochen werden. Aber das ist das, was ihr hinten auf dem Screenshot seht. Ich habe bisher nicht so gesehen, dass das Leute so krass angesprochen hatten. Okay, da gibt es auch die Zinch oder Zinch ist hier am Start bei Space Marine 2. Aber ich finde, dieser Screenshot ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass mehr auf uns wartet, als das, was wir bisher gesehen haben mit den Tyranniden, ne, mit den Tyranids, die ja hauptsächlich im Gameplay bisher präsentiert wurden. Es warten anscheinend auch andere Feindestypen auf uns. Und die Chaos Space Marines haben wir sowieso schon gesehen. Also in der PvE-Kampagne wird es wahrscheinlich auch einen Kampf gegen Chaos Space Marines geben, aber wahrscheinlich auch gegen Zinch-Einheiten. Und das fand ich persönlich jetzt auch nochmal sehr interessant, einfach was die Gegnervielfalt angeht in dem Game. Können wir durchaus noch auf mehr hoffen, als die ganze Zeit nur die Tyranids zu bekämpfen. In diesem Sinne, Leute, danke euch fürs Reinschalten. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und weiterer Content von mir kommt mit Sicherheit ab und zu mal zu Space Marine 2. Ich habe noch ein bisschen was in der Vorbereitung hier für euch, was das Game angeht. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, wann wir uns wiedersehen. Macht es gut, Leute. Haut rein und ciao.